Grüß Gott, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ganz kurze Info vorweg, alle Einnahmen aus diesem Video gehen direkt an Sonja. Ihr könnt also helfen, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bleibt außerdem auf jeden Fall bis zum Ende dran. In diesem Video werde ich eure TikTok-Kommentare beantworten. Außerdem verrate ich euch am Ende des Videos den neuen Spendenstand von Sonja. Aber kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wie geht es Sonja überhaupt? Also ich muss euch ehrlich sagen, dafür, dass sie eine tödliche Krankheit hat, bei der Betroffene meistens im Alter von 2 bis 3 Jahren sterben, geht es Sonja den Umständen entsprechend ziemlich gut. Das Ganze kann sich aber natürlich auch schlagartig ändern. Ich vertraue dir schon, aber ich bin halt zu jung, um zu spenden und kann es niemandem senden, weil alle, die alt genug sind, vertrauen dir nicht. Dass du jung bist, ist absolut und überhaupt kein Problem. Und du musst dich auch nicht verpflichtet fühlen, zu spenden. Wenn du nicht spendest, ist das überhaupt nicht schlimm. Gib diesem Video einfach einen Daumen nach oben, verbreite alle anderen Videos, denn alle Einnahmen werden an Sonja gespendet. Das heißt also, du musst nur das Video gucken und spendest damit sozusagen. Würde gerne spenden, aber darf es nicht, weil wir selber gerade nicht genug Geld haben. Da kann ich eigentlich das gleiche wie bei dem vorherigen Kommentar antworten. Schau dir die Videos einfach bis zum Ende an, gib einen Daumen nach oben, verbreite die Videos, denn es werden alle Einnahmen an Sonja gespendet. Ich kommentiere nur, damit es viral geht. King Junge Bennett, damit machst du alles richtig. Wünsche der Kleinen viel Glück. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir dieses Spendenziel erreichen, denn Sonja hat noch ein ganzes Leben vor sich. Wie alt ist Sonja? Also Sonja ist am 11.07.2019 geboren und vorletzte Woche hatte sie Geburtstag. Das heißt, sie ist jetzt genau 3 Jahre alt. Warum spendest du nicht? Also dieses Kommentar bekomme ich echt extrem oft und ich frage mich, wie ihr auf die Idee kommt, mir sowas zu unterstellen. Woher wollt ihr denn wissen, ob ich spende oder nicht? Leute, die in meinen Streams dabei sind und mich auch schon länger verfolgen, wissen ganz genau, dass ich auch spende. Nicht nur die Einnahmen von YouTube oder TikTok, sondern auch aus eigener Tasche. Wo kann man nochmal spenden? Ich habe es vergessen und möchte gerne spenden. Tipp dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bei Hilfe für Sonja Kowal und bei alle Infos zu Sonja habt ihr die Möglichkeit zu spenden. Gibt es Livestreams für Sonja, wo man TikTok-Coins spenden kann? Ja, das gibt es in der Tat. Alle Spenden, die in meinen Lives kommen oder die Spenden, die in den Lives von Sonjas Mama kommen, werden direkt an Sonja gespendet. Spende doch auch, Junge. Immer sagst du spendet, spendet, spendet und selber spendest du gar nichts. Wie viel Geld haben wir? Ja, das war auch schon das letzte Kommentar. Und jetzt verrate ich euch den aktuellen Spendenstand von Sonja. Der aktuelle Spendenstand von Sonja ist genau 50,4%. Das heißt, wir haben genau die Hälfte geschafft und es ist kein weiter Weg mehr, Sonja das Leben zu retten. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Und ich werde sie mit einem Video beantworten. Außerdem habe ich für euch diese Playlist von Sonja gemacht. Alle Einnahmen von den Videos, die in dieser Playlist sind, gehen direkt an Sonja. Also schaut euch diese Playlist einfach in Dauerschleife an. Das war's, bis bald.